Nachdem mir mein erstes Display von Silberne Sturmwinde keine Secret Rare gegönnt hat, worüber ich wirklich sehr begeistert war, mal ganz nebenbei, hab ich gedacht, ein zweites muss auf jeden Fall her. Dieses werden wir wieder in 4 Parts zerlegen. Heute legen wir los mit den ersten 9 Boostern. Was geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf diesem Kanal. Wir switchen die Perspektive. Hier haben wir das Display und wir machen es direkt auf, holen uns die neuen Booster und dann geht's los. So, ich bin auf jeden Fall mega gehypt. One-Karten seht ihr hier einmal kurz eingeblendet. Jedenfalls ein paar, wir wollen ja nicht alles spoilen. Wenn euch die komplette Liste interessiert, schaut gerne oben auf dem i, da habe ich mein Ranking-Heap dazu verlinkt. Und ja, an sich das erste Display war nicht schlecht. Ihr werdet die Videos ja wohl hoffentlich gesehen haben. Es war wirklich nicht schlecht, das erste Display. Ich kann mal wieder gucken, passt das mit dem Code hier? Ja. Es war wirklich nicht schlecht, allerdings der zündende Stoff hat gefehlt. Und dann hoffen wir mal, dass dieses Display doch ein richtigen Premium-Hit gönnt. Wir haben eine Psychoenergie, Professor Lavin, Fandra, Anorith, Sonnenkern, Klick, Liminip, Flammiau, Kramux, Vulnona und Cobalium im ersten Booster. Leider kein Hit, das ist natürlich schade, aber es wird auf jeden Fall weitergehen. Und wenn ihr neu seid auf diesem Kanal, dann könnt ihr dem Video ja gerne einen Daumen hoch geben und den Kanal für mehr kostenlosen Pokémon-Content abonnieren. Dann erreichen wir vielleicht dieses Jahr zusammen noch die 500 Abonnenten. Wir haben jetzt fast Dezember, wenn ihr dieses Video seht. Das wäre mega nice. Mal gucken, was der erste Hit aus diesem Display sein wird. Wir haben eine Stahlenergie. Agrostella, Siegfried. Immer ein bisschen genießen hier, ne? Wir haben Klick-Klack, Pupanze, Sonnenkern, wir haben Klick, Liminip, Flammiau, wir haben Hisui, Dressella in Reverse und dahinter ein Waschakwil. Was ich natürlich noch vergessen habe zu erwähnen, mit diesem Video geht natürlich auch die Hunt for the Girl nach Serena Full Art in die nächste Runde. Das ist jetzt, wenn ich korrekt gezählt habe, müsste das jetzt die 5. Runde schon für mich sein. Mal gucken, wie viele ich insgesamt drehe oder ob ich am Ende doch wieder aufgebe und sie mir dann einfach kaufen werde. Eine Wasserenergie, Toxicroak, Rossana, Agrostella, Garnovil, Flauschling, Gastella, sehr wohl. Wir haben Pupanze, Haspirohr und Dragoran in Holo ist der erste Hit aus diesem Display. Die Karte habe ich tatsächlich schon. Das heißt allerdings, dass es dann die erste Karte ist, die ich dann entsprechend wieder veräußern werde. Meistens an den guten Daniel aka Man of Cards, der ja viel auf dem Flohmarkt verkauft. Und falls einer von euch schon mal bei ihm auf dem Flohmarkt was gekauft hat, sind das wahrscheinlich auch schon mal welche von meinen Karten gewesen. Oder welche, die ursprünglich mal meine Karten waren. Wir haben einen V-Star-Marker, Toxicroak, Professor Lavin, Metank, Togedemaru, Garnovil, Flauschling, Gastella, sehr wohl, Schlappohr in Reverse und wir haben Uhafnir. Okay, also jetzt haben wir 4 Booster aufgemacht. Jupp, 5 haben wir hier noch für den ersten Part dieses zweiten Displays. Wir haben noch keinen richtigen Hit dabei gehabt. Wie gesagt, ich bete, dass dieses Mal eine Secret Rare im Display ist. Letztes Mal war keine dabei, da war ich echt ein bisschen sauer. Und ich hoffe auch, dass wir nicht so lange warten müssen. Es muss ja gar nicht gleich das Lugia Altart sein, aber bitte lass diesmal eine drin sein. Und ein Hit könnte jetzt auch mal langsam kommen. Mizunder, Kolossand, wir haben Dragonier, Trassler, Pandir, Pikachu, FM, Togedemaru, Galoppa. Ich wollte gerade sagen Common Character Rare, aber Milotic. Okay, wir haben uns anscheinend die ganzen leichten Booster alle zuerst ausgesucht. Wir haben jetzt noch 4 Booster, passenderweise hier, ihr seht es, alle Artworks. Einmal den Lugia Boy zum Schluss. Ja, bisher
Ich hätte mich fast gespoilt, aber nur fast. Ich habe nichts gesehen. So. Es wäre natürlich geil, da jetzt was rauszuziehen, weil, also eine Holo aus bisher, das ist jetzt das 6. Booster, das ist noch nicht gut. Wir haben Kramchef, Raichu, Tentantel, wir haben Blutzuck, Trassler, Pandia, Pikachu, FM, come on, Weimer, come on, Amaldo, was ist das hier? Erstes Video in diesem Display und wir haben nur eine Holo-Karte bisher gezogen. 6 Booster aufgemacht, Nummer 7 kommt jetzt. Und ich sag's euch, Leute, Nummer 7 sollte mal langsam einen Hit gönnen. Weil nur mit einer Holo für ein Video bin ich echt nicht zufrieden. Wirklich nicht. Come on, jetzt gönn mal was. Wir haben eine Blitzenergie, eingreifendes Aroma, Vylord, Pikachu, Lampi, Medity. Wir haben Araqua, Ponita, Blutzuck, Character Rare. Nein, wir haben eingreifendes Aroma und Alola Vulpix. Wie sehr, sehr schön. Das ist ein super Hit, weil die habe ich nämlich noch nicht. Wird natürlich gleich eingetütet, aber erstmal den Bulk by the side. Ich hatte schon Angst, dass ich ein Error-Display habe, in dem gar keine Hits drin sind. Das wäre so gar nicht gut. Oh Gott. So, Alola Vulpix. Ist der erste Hit. Ich werde das auch... Ah, ich bin hyped. Es piep. Auf jeden Fall. Ich nutze mir hier diesen Drehstuhl auch mal, sodass ich mich nicht spoile. Okay, also wenn wir jetzt noch eine Character Rare bekommen, war es für den ersten Teil okay. Nicht überragend, aber es wäre okay gewesen. Wir haben eine Kampfenergie, Morpeko, eingreifendes Aroma, Sabayone, Dratini, Lampi, Mediti, Araqua, wir haben Ponita und Farbigel und Traunmagie. Aber Leute, wir haben noch Last Pack Magic und ich sag's euch, dieser erste Part von diesem Display war bisher nicht krass. Aber das heißt, dass die guten Hits noch vor uns liegen. Was soll ich sagen? Also ich hoffe es jedenfalls mal ganz stark, dass die guten Hits noch vor uns liegen. Aber Last Pack Magic, komm, und da wird jetzt noch was dabei sein. Wir haben eine Feuerenergie, Dedenne. Quartettstein, Morpeko, Datiri, Castadur, Farbigel, Ziau, Dratini, Wablu, immer noch keine Character Rare und keine strahlende. Und Terrakium in Holo. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist doch eine okaye Bilanz. Also nicht überragend jetzt, auf gar keinen Fall gut, aber es ist so gerade noch okay, weil ich ja weiß, es ist ein Display, die Hits kommen wahrscheinlich noch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für kostenlosen Pokémon-Content. Das könnt ihr hier neben mir direkt erledigen, da finde ich auch ein speziell auf euch zugeschnittenes Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.